haben den Maidan in Kiew verlassen. Die Opposition ist immer noch dort. Tausende haben sich wieder versammelt. Die Stimmung ist gelöst, nachdem heute Nacht nicht klar war, ob der Platz gestürmt wird. Die Zelte wurden zwar weggeräumt, die Infrastruktur der Opposition im besetzten Gewerkschaftshaus und im Rathaus aber bleibt. Die Räumung der Gebäude schlug fehl. Beunruhigung löste eine Meldung der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian aus, nach der der Einsatz der Berkut von Scharfschützen gesichert wurde. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Die Agentur beruft sich aber auf eine zuverlässige Quelle. In Cuxhaven ist am Nachmittag der 120 Meter hohe Turm einer Windkraftanlage gesprengt worden. Das Vorhaben gelang allerdings erst beim zweiten Versuch. Die Kosten der Sprengung trägt das Land Niedersachsen. Jörn Pietschke. Unter donnernden Krachen verschwand der Turm im zweiten Anlauf aus Cuxhaven.